Luisa, willkommen zurück zu einem neuen Do-It-Yourself. Und ihr wisst, Do-It-Yourself sind meine liebsten Videos. Und heute habe ich mich von Make-up ein bisschen inspirieren lassen und einen riesen Lippenstift gemacht. Es sieht nicht nur süß aus, sondern ist meiner Meinung nach auch ziemlich praktisch, denn man kann es als Aufbewahrungsbox benutzen oder auch als Geschenkebox. Und bevor es losgeht, eine kleine Info am Rande. Das ist natürlich nicht meine originale Idee, aber ich wollte es für mich selber nachmachen und euch natürlich daran teilhaben lassen, um euch auch zu inspirieren, falls ihr es nicht schon kennt. Deswegen verlinke ich euch meine Quelle unten in der Infobox, ja, damit das mal hier geklärt ist. Und ansonsten würde ich sagen, los geht's! So, für den riesigen Lippenstift brauchen wir erstmal den Boden bzw. ja ein Vorratsglas oder ein Eimer, je nachdem, was ihr daheim habt. Ich hatte hier einen Eimer, wo früher Wandfarbe drin war und das habe ich jetzt einfach wieder verwendet. Also schaut mal, was ihr so an Vorratsbehältern daheim habt. Als nächstes habe ich Sprayfarbe benutzt, in der Farbe Schwarz, am besten matt. Und das Allerwichtigste für den Lippenstift brauchen wir einen Styroporzylinder. Styropor in verschiedensten Formen gibt es natürlich überall online, so wie ich es hier sehr günstig bestellt habe und natürlich in so gut wie allen Baumärkten. Das ist optional, aber einfach damit es ein bisschen echter aussieht, habe ich hier einen Steckschaum. Das wird eigentlich benutzt, um Blumen reinzustecken. Deswegen werden solche Steckschäume in Blumenläden unter anderem verkauft oder, ja, wie gesagt, auch in Baumärkten oder online. Und dann brauchen wir noch ganz normal Acrylfarbe in Silber und dann nochmal in der Farbe, in der euer Lippenstift sein wird. Als allererstes beginnen wir mit dem Behälter und zwar habe ich den Behälter komplett in Schwarz angesprüht. Den hätte man auch ruhig mit Acrylfarbe schwarz anmalen können, aber so ging es einfach schneller. Während mein Eimer trocknet, kümmern wir uns um den Lippenstiftteil. Wie ihr bereits wisst, sind die Lippenstiftenden eher nicht gerade, sondern gehen so schräg nach unten. Und das wollen wir hier auch so nachkreieren. Ich habe hier ein Cuttermesser, denn damit kann man Styropor sehr einfach durchschneiden. Aber bitte Vorsicht, wenn ihr das nachmacht. Also ich habe am Anfang eher Stücke weggeschnitten. So ging es einfach leichter und ich habe nicht aus Versehen zu viel abgeschnitten. In der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um den mittleren Teil. Dann nehmen wir uns einfach den Steckschaum zur Hand und den bemalen wir mit Acrylfarbe komplett in Silber aus. Bei Steckschaum muss man sehr vorsichtig sein, denn es gibt so schnell Dellen, wenn man aus Versehen zu fest drückt. Mein Lippenstift sieht inzwischen so aus. Mit einem sehr kleinen Cuttermesser gehe ich nochmal vereinzelt über einige Stellen drüber, einfach um die Oberfläche zu glätten und raue Stellen, die ich mit dem großen Cuttermesser gemacht habe, zu beseitigen. Anschließend bemale ich meinen Lippenstift in meiner roten Farbe komplett ein. So sieht inzwischen mein fertig getrockneter Eimer aus. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, den Deckel mit anzumalen. Denn jetzt werden alle Teile aufeinander geklebt und in diesem Fall würde ich den silbernen Teil schon auf den Deckel kleben. Aber dadurch, dass mein Deckel einen abstehenden Rand hatte, konnte ich den silbernen Teil vorsichtig reinstecken. Aber wenn ihr einen normalen Deckel habt, dann klebt es einfach normal drauf. Als Kleber habe ich einfach einen Sekundenkleber benutzt. Das war am einfachsten und natürlich auch am schnellsten. Und ich habe den Lippenstiftteil schön mittig auf dem silbernen Teil platziert. Und fertig ist nun mein Lippenstiftdeckel. Mit so einem Lippenstiftbehälter kann man sehr viele Sachen verstauen oder einfach auch als Geschenkeverpackung verwenden oder von mir aus einfach auch als Deko. Wie findet ihr die Vorstellung von einem riesen Lippenstift? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Ciao!